Hallo und willkommen zurück zu EFT. So, letztes Mal im Hideout komplett vergessen, was auszubauen. Wenn das jetzt Realzeit dauert, beiße ich mir in den Arsch. Security, einmal nach oben. Ah, 3 Stunden Realzeit. Leck mich, hier muss ich mir jetzt in meinen eigenen Arsch beißen. Habe ich ja angedroht. Das mache ich nachher vorm Spiegel. Und Shooting Rage ist zumindest auf Level 1 verfügbar. Was brauchen wir als nächstes? Illumination habe ich gesagt. Water Collector. Generator. Fürs nächste Level braucht man, wie gesagt, Security 2. Das macht man, glaubt, gerade. Und ansonsten, für die Toilette braucht man noch Zahnpasta. Alles klar. Halt mal die Augen und Ohren offen. Den Mund nicht, sonst ist die Zahnpasta ja direkt wieder weg. Wir sind bereit, um zu gehen. Glaube ich zumindest. Das kommt auf die 4. Granaten zum Töten kommen dahin. Und wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Customs, Ground Zero. Ich glaube, auf Customs haben wir eine Quest. Mit Dawn 206. Das ist der Anfang von dieser Operation Aquarius. Dann müssen wir wohl in das Zweierdorms rein. Das wird spannend. Der kriege ich bestimmt aufs Maul. Will aber eigentlich gar nicht aufs Maul kriegen. Ich will lieber anderen aufs Maul hauen. Metaphorisch gesehen. Mit meinen Waffen. Und auch nur im Spiel. Licht ist noch an, aber keiner ist zu Hause. Außer mir. Na gut, wir können ins Big Red gehen. Boah. Vielleicht haben wir die Chance auf einen Gas Analyzer. Verzeihung, vom ganzen Rumgelaber bin ich ein bisschen ausgelaugt, rein Kehlkopfmäßig. Oder ein USB-Stick wäre auch schön. Erstmal hier die Jacken anfassen. Komm schon, Schlüssel, ein Zibo. Glaubt, das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ich nehme es trotzdem mit. Und was, womit wir das Zeuervolk, das Feuerzeug gleich verwenden können. Also das ist mir auch noch nie passiert. Diese Buchstabenverwechslung bei dem Wort. Bei anderen Worten klar, aber Zeuervolk ist neu für mich. Wäre vielleicht ein guter Episodenname. So, die Usains und die Bolts, die nehmen wir mit. Und nochmal, nice. Ab in den Rucksack. So. Jetzt gehen wir noch kurz in Big Red und dann können wir tatsächlich mal rüberschauen in Ruoth. Und dann ziehen wir nach Dorms. Boah, diese Licks zwischendrin. Und wir brauchen auch noch für oben. Haben wir schon die Quest? Aber noch nicht den Schlüssel. Alter, ist es dunkel hier drin. Zum Glück habe ich eine Taschenlampe. Ja, nur der Beutel hier. Und Salz. Können wir unseren Feinden Salz in die Wunde streuen? Ja, ist nix. Muss da hinten noch eine Tasche sein? Nö, nur eine Waffenkiste. Na gut, wenn wir schon hier sind. Und das Ananassaft. Das Molot lasse ich gleich da, das ist mir zu schwer. Ich glaube, wenn man versucht, damit zu schießen, dann hat man sofort eine Waffenfunktionsstörung. Das ist bei Waffen in dem Alter leider keine Seltenheit. Und vor allem mit so einem dicken Magazin. So. Unbeschränkt für uns jetzt im Moment. Dann wollen wir mal schauen, ob man bei Ruoth mit der Waffe irgendwas auf Entfernung schon wegsnipen. Kommt einer? Bin ich taub? Bin ich doof? Hier waren doch Schritte. Boah. Meine Kopfhörer habe ich richtig rum an. Wie im Real Life. Sonst ist immer tatsächlich Verwechslungsgefahr, auf welcher Seite ich was höre. Das passiert öfter, als ich es zugehen mag. So.
Wir schauen mal. Kann nicht behaupten, dass ich viel sehe. Da ist kein Sniper drauf. Da ist ein Sniper drauf. Den kriege ich aber niemals von hier. Ja, vielleicht können wir was anlocken. Also ich mach mal hier Entfernung 300 Meter und gib ihm. Nee. Das ist an dem Punkt nur Munition verschwendet. Okay, halbes Magazin haben wir noch. Hälfte verschwendet ins Nichts. Ich muss mit dem Visier wieder runter. Nicht mit dem. Obwohl mit dem auch. Und mit dem anderen hier wieder auf 100 Meter. Wollen ja auch irgendwann mal damit was treffen. Ah, nicht mit der, mit dem Assault Rifle auf den halben Kilometer. Ah, war eine utopische Annahme. So. Schlüssel habe ich dabei. Muss ich eigentlich aus dem Aquarius-Teil, muss ich es nur aufdecken oder muss ich was mitnehmen? Ich glaube, das finden wir gleich gemeinsam raus. Lass mir hier noch zu den Stashes. Ich bin tatsächlich so blöd und die sind woanders. Also den einen finde ich seit längerem jetzt nicht. Irgendwie müsste er hier sein. Aber zumindest ist der Kollege im Busch öfter da. Heute auch nicht. Okay. Tja, machst du nichts drin. So, dann geh mal hier vorsichtig hoch. Könnten zwar auch hier unten durch die Mauer. Ich sehe nichts. Das ist gut. So, auf nach Dorms. Chance, dass da ein Boss ist, ist leider nicht null. Naja, irgendwie müssen wir ja mal drauf gehen. Und die schöne, also annähernd schöne Waffe verlieren. Mag die zwar nicht so, aber das Beste, was wir gerade haben. Dann hat sie ein schönes Visier. Auch hier keine Skeffs. Bisschen ungewöhnlich. Ja, sehe nix. Ich beschwere mich jetzt erstmal noch nicht. Wenn sie alle bei Dorms sind, dann beschwere ich mich. Ist das im 2er oder im 3er? Ich glaube, das ist jetzt erstmal im 2er Dorms. Das 2er Dorms ist das, was 2 Stockwerke hoch ist. Das 3er Dorms ist das Dorms, was 3 Stockwerke hoch ist. Irgendwie leuchtet das doch ein, oder? So. Alter. Reicht das schon wieder? Dieser Lag. Von dem Sound. Jetzt war ich dran gewöhnt. Oh, seid ihr PMCs? Oh, die Tür unten ist offen. Weiß nicht, ob das Standard ist. Haben generell ein bisschen das am Türverhalten geändert. Generell sind mehr standardmäßig geschlossen, als ich kenne. Weiß aber nicht, ob das in dem Vibe jetzt neu ist oder schon im letzten kam. Oder sowohl als auch. So viel, was man wieder lernen muss. So, jetzt wird's ruhig. Hände hoch, Überfall! Kommt mit erhobenen Flossen raus. So, 206. Okay. Mach ich kurz hinter mir zu. Wasserfilter. Dann schauen wir mal. Tasks. Survive and extract. Okay. Das kriegt man auch noch hin. Mal schon mal hier sind. Wir müssen ja
kann ja irgendwann anders überleben. Muss nicht unbedingt jetzt sein. Ich weiß nicht, ob Dorms sich so lohnt. Normalerweise ist es halt PvP-Hotspot. Weiß nicht, wer das war, aber er wollte uns nichts Gutes. Er wollte uns definitiv nichts Gutes. Achso, zu wenig Afak, um die Blutung zu stoppen. Dann nehmen wir Saliva. Das war. Oder wo die waren. Jetzt ist da drüben was los. Ich glaube, wir könnten mal vorbeischauen. Pushen wir die mal. Wäre interessant, wenn es Boss wäre, wäre aber auch interessant, wenn es PMCs wären. Schritte. Nicht meine. Vehicle Exit ist nicht da. Die kriegt man auf. Die kriegt man nicht auf. Okay. Links. Boss. Nein! Da ist aber auch noch ein PMC hier. Meine Munition nachklicken. Also PMC ist da Richtung Treppe. Da ist der Boss. Rishala! Auf Wiedersehen. Noch irgendwer von deinen Leuten hier? Boah, erstmal nachklicken. Ich höre welche kommen. Hat wieder Music geschrien. Leider echt keine Ahnung, wo die sind. Wir hören aber relativ gut, das heißt, wir können looten. Der hat einen roten Rucksack. Sieht man auch nicht alle Tage. Nudeln und Afak. Ja, damit. Komm, Granate. Nein, Wallet, auch gut. Lever hoch. Geldbeutel. Mal Nudeln. Na, ich dachte, ich höre was. Ja. Der ist aber weiter weg. So. Schöner Ananassaft. So, dann einmal Rishala. Wir müssen doch die goldene Pistole haben, oder? Generell, der hat nicht so das Hammerzeug. Granate hilft uns vielleicht. Ja, habt ihr es gehört? Irgendwo in einem der Räume.
irgendwo da. Deswegen mag ich die Voicelines im PvE-Modus. Gibt immer ein bisschen Kontext, ob da einer ist oder nicht. Alles nach oben. Da ist der Sophie auch noch schnell weg. Was ist der Sophie einfach schnell weg? Bisschen Glück haben die noch Granaten. Wunderbar. Ja, wunderbar. Niemand? Okay. Normaler Skiff. Können wir hier noch fertig looten? Ein bisschen Vorsicht. Oh, Blackrock. Die mag ich eigentlich auch relativ gerne. Diese taktischen Westen. Was hast du denn dabei, Afak? Gar nicht die schlechteste Munition. Ja, also Mittel. Besser als die RRLP, die wir gerade verwenden. So, hast du was? Wasser brauche ich nicht. Habe ich genug. Wird was schon festspuren nehmen. Granaten sind natürlich auch willkommen. APM. Ich glaube, alles mit AP ist wertvoll. Oh, mach mal das mal. Ich weiß, oben steckt auch ein Magazin drin, aber... Schritte. Schritte, Schritte, Schritte. Slick. Scheiße, jetzt habe ich die gute dabei. Einen größeren Rucksack? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Das ist jetzt scheiße. Ah, die Slick kriege ich vielleicht hier rein. Mit bisschen Fantasie. Hätte sie halt auch gern angezogen, aber soll nicht sein. Fien. Mage. Ist die gut? Nö. Beschissenste Munition, die es gibt. Und die? Ja, bis Armor 4 relativ gut. Magazin hier hin. Das levelt auch unsere Fähigkeit, wie schnell wir denn das hier entladen und laden können. Deswegen ist es sinnvoll, das ab und zu machen. Wäre auch sinnvoll gewesen, jetzt die Waffen zu zerlegen. Die haben Schalldämpfer, die haben Visiere. Ich höre immer noch auf Schritte nebenbei, deswegen bin ich gerade noch ein bisschen unfokussiert. Diese lassen wir da. Ja, füllen wir gleich da unten auf. So, da hat noch Newsec geschrieben. Dass da ein Skeff ist. Ich glaube, wir gehen einfach hinten raus.
unten reinsehen? Ne. Achso, wir müssen eh raus bei entweder den ZB-Teilen oder OLGES. Na, da wird sich ZB-13 mehr anbieten. Wunderbar, und schaut mal, 12.000 EP haben wir dafür bekommen, dass wir die Guards und den Boss ausgeschalten haben. Ah, ich glaube, ich habe einen Guard zu wenig gelootet. Ist egal. Eine haben wir doch die Granate tatsächlich getötet. Ist das schön. Und reicht das schon für Level 12, ich glaube? Nein, nicht ganz. Aber die Quest haben wir ja auch erfüllt. Mal schauen, was sie von uns will. Die Slick kommt auf jeden Fall hier rein. Die können wir, glaube ich, auch noch reparieren. Kostet 35.000, aber dann ist sie fast so gut wie neu. Nee. Oder? Sehe ich gerade nicht. Ich glaube, wir können hier auch Mechanik wählen. Auch Fine Repair Quality. Kostet aber 20.000 mehr. Ja, mach mal. Wunderbar, 195 Health-Punkte hat die wieder, das freut mich. Und rein mit den Bolzen und Wasserfiltern und allem, was wir so gefunden haben. Was eben in diese Kiste gehört. Dann hier Munition, Munition, Munition. Die kann auch gleich in die Magazine. Die Pistole. So, das deckt jetzt wunderschön. Auch nett, wie viel IFAX wir gefunden haben. Das ist ganz gut für unsere persönliche Gesundheit. So, Granaten, die zwei nehmen wir ruhig mit. Die US-Dollar kommen zum Rest. Dorm 206 brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr. Ja, LP kann stacken. Ich denke, zwei Granaten müssten reichen. Jetzt das Afax sollte aber noch reichen, um uns hoch zu heilen. Und hier haben wir eine Uzi, die relativ witzig aussieht. Die können wir auf dem Schießstand mal ausprobieren. Haben zwar nicht viele Magazine, beziehungsweise wir haben nur das eine, aber wissen wir dann wenigstens, wie sie schießt. Das ist das Tolle am Schießstand, dass man die tatsächlich jetzt ausprobieren können. So. Ja, ist noch keine Beleuchtung an, das kommt später. So, die drei bitte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Kaum Recoil. Naja. So, einmal nachladen. Zum Glück kostet das keine Munition. Hoffentlich. Ja, das sieht man auch nicht. Na gut, da können wir auf die Rübe und da. Ja, es geht eigentlich. Weiß nicht, warum ich dann immer so schlecht treffe im Raid. Gleich, weil sich die Gegner bewegen. Das könnte einer der vielen Gründe sein. Und die Uzi ist gar nicht schlecht, die würde ich gern spielen. Hab mir überlegt, die zu verkaufen. Hey, und die USP 5 ist endlich geladen. Apropos geladen, wie sieht's in Therapist Laden aus? Tasks abgeben. Wunderbar. Achso, wir müssen noch auf Streets of Tarkov überleben für 2000 XP. Operation Aquarius Part 2. 15 Scavs auf Custom erledigen, das kriegt man hin. Und dann können wir bei ihr dauerhaft Bandagen kaufen. Jetzt kriegt man erstmal einen Haufen Wasser. Einen Arsch voll Wasser. Ich habe das Gefühl, irgendwann muss ich meinen Stash wieder aufräumen. Das sieht ja grauenhaft aus. So, das ist aber soweit so gut. Die braucht man nicht mal reparieren. Essen. Nur Essen zählt. Aber wie macht man das? Keine Kondensmilch. Emilia macht mich wirklich satt. MAE haben wir noch. Wunderbar. Wir sind ganz schön schwer unterwegs. Was wiegt denn so viel, das Teil wahrscheinlich? Ja. Ja, ja, das ist schwer. Was machen wir denn damit? Beziehungsweise lasst uns nochmal auf unsere Task schauen.
Also, wir müssen Tushonkas finden, große. Wir müssen so eine BNTI Module 3 Armor finden. Gas Analyzer. Den Directory Key und Gas on Wood. On Woods, dann mache ich mal eine Woods-Runde und schau mal, was so an Loot in mein Inventar klettert. Also, in diesem Raid nehme ich auch gerne Wertgegenstände. Es muss nicht unbedingt was Nützliches fürs Hideout sein. Wo sind wir's? Sieht ja ein bisschen nach Outskirts aus. Ja, da ist das Gaff-Haus. Outskirts ist dementsprechend da hinten. Dann gehen wir Richtung User Camp. PMC. Hab ihn gesehen. Nicht mehr. Dann rotieren wir. Den Arsch kriegt man. Oder er kriegt uns. Granate. Bei uns auch. Beide dort. Oh, kein AFAK mehr oben. Markiert. Nachladen. Das Wichtigste. Und Arm gerettet. Was sind Skeps? Was macht ihr hier? Wieso spawnt ihr denn schon? Jetzt habe ich. Ah, ne, da ist ein PMC. Wollt mich gerade schon beschweren. Schritte. Oh, Waffe am Arsch. Sollte wieder funktionieren. Also auch einfach ein Skeff. Wir gehen weiter Richtung User Camp. Sahen jetzt nicht so aus, als ob sie noch viel wertvolles Zeug für uns haben. Boah. Hätte ich nicht damit gerechnet, so früh schießen zu müssen. So, ich klicke einmal kurz nach. So. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also die RRLP, die wir gerade verschießen, die so billig sind. Gut, was heißt billig? Kostet auch einen Dollar pro Kugel fast. Die helfen wirklich nur gegen praktisch keine Armor. Das ist relativ bitter. Wenn einer gerüstet ist und wir versuchen damit auf ihn zu schießen, dann wird er höchstens in irgendeinen Lachkrampf verfallen. So, dann mal looten. Looten, looten, looten. Scheiße. Ein Schrauben. Ein Schraubenzieher, ein langer. Da ist schon das User Camp. Hallo, jemand zu Hause? Ich höre nichts. Hat keiner geantwortet. Sehr gut.
Schocksucht M62. Könnten M62-Händler werden in dem Spiel. Ich glaube, pro Schuss mindestens 1000 Rubel. Wenn es überhaupt kaufbar ist. Gen 3 Magazin. Irgendwas. Fritzett. Kann drin bleiben. So, was haben wir hier? Auch Waffenteile. Brauchen wir gerade nicht. Brauchen wir gerade nicht. BT. Das glaubt ganz gut. Whisper. Oh, FMJ wollte ich nicht. Die Whisper wollte ich mal durchprobieren. Ja. Tape. Batterie. Nägel. Alles wertvoll. Und wahrscheinlich wieder so ein Schuss oder was das ist. So, was können die Whisper? Ja. Rüstungsklasse 1. Wusste ich doch, dass die scheiße sind. Die hier können bis Rüstungsklasse 4. Und die hier können auch bis Rüstungsklasse 4. Ja, vielleicht gibt es M60, die da nochmal besser sind. Wüsste ich gerade. Also M60 gibt's, aber ich weiß nicht, ob die besser sind. BT nehmen wir mit. Wenn es gleiche Kaliber ist, könnte man die stacken. Nee, anderes Kaliber. Und bis Rüstungsklasse 5 sehr effektiv. Also das waren die richtig guten. Ist aus richtig gute Kaliber. Bisschen größer. Ja, RALP kommt weg. Und die guten nehme ich in meine Gefängnisbrieftasche. Katze, ich glaub's nicht. Da unten wird ein Rucksack liegen. Hätten wir keinen dabei. Der sieht aber genauso aus wie den ich hab. Wow. Broschen und Humpback. Komm schon, irgendwas. Kalopp nehme ich. Saliva! Sehr schön. Ich hätte einen größeren Rucksack mitnehmen sollen. Komm schon, Papa braucht noch wertvolle Dinge. Uhuhuhuhuhu. Davon rede ich doch. Davon rede ich doch. Wieder 100.000 Rubel gefunden. Ich liebe Wutz. Sost. Ich will endlich mal wissen, was Sost kann. Ja, gar nicht so schlecht. 5,56 mal 45. Hey, das ist doch das, was wir haben. Interessant. Nehmen wir die mal mit. Ich weiß nicht, ob es wirklich so in die Waffe passt, weil da steht ja MK318. Manchmal, obwohl es Kaliber passt, geht es mit der Waffe nicht. Jetzt muss ich noch rausfinden, woran das liegt. Bevor wir nachher nicht schießen können. Da ist noch ein... Da ist eine MRE und eine Ionka. Hier unten ist nichts. Ja, schade. Da hätte hier nochmal ein O-Scope liegen können. Tushonka, aber das war die kleine. So, können wir eigentlich mal was fressen. Das steigert die Laune und das Sättigungsgefühl. Hot Rods. Nehmen wir mit. BTR ist wieder in der Nähe. Ultra Nusler und V-Max. Können wir auch gern mal überprüfen. Achso, FMJ. Okay.
La Pure Magnum FMJ, deswegen ist die gut. La Pure Magnum habe ich auch noch nie verschossen. Und hier Ultra Nosler, weg damit. Ich kenne nur mich. So, haben wir hier noch irgendwas Wertvolles? Oh, ein RK4-Griff. Auf dem PvP-Flohmarkt, je nach Bedarf auch. Mehr als 80.000 wert. Hab schon mal über 100.000 dafür ausgegeben. Handguard. Richtig gutes Visier. Pistole. Nehmen wir mit. Sagt nicht, dass ich wieder zu schwer bin. Was haben wir hier? SP. M933. Beste Munition, wo gibt. Die muss ich... Ja, schaut mal. Das ist die beste in dem Kaliber. Überall Berry High. Da muss es Kalog B wieder weichen. So. Oh, ich habe die FMJ reingezogen. Ich trottel. Beste Munition, wo gibt. Ah, wir haben tatsächlich 48.000 Rubel. Das wird sogar für ein bisschen was reichen. Kabelbogner. Den Screwdriver nicht unbedingt. Ja. Weiter geht's Richtung Scav-Bunker. Dann können wir, glaube ich, den Panzer bezahlen, uns ins Scav-Village zu bringen. Ja, wir gehen noch beim Konvoi vorbei für Medical Items. Die sind ein bisschen rar geworden. Also nicht rar der Sonnengott, sondern einfach, ich hab sie nicht. Ja, gönnen wir dir gleich eine Verschnaufpause. Ja, gar nichts drin. So, die Batterie passt nicht mehr rein. V-Max kann was? Nicht so viel. Haben wir das jetzt auch geklärt. Noch ein Saliva. Ups. Ich komme irgendwie öfter auf die Konsole, als mir lieb ist. Ja, scheiß drauf. Fress mal's Emma eh weg. Ja, damit. Hast du noch irgendwas? Nö. Auf in den Bunker. Dann eventuell zum BTR, aber gerade höre ich ihn nicht mehr. Hier ist, glaube ich, wieder auf Exkursion. So. Jetzt habe ich mein eigenes Licht mal mitgebracht. Auf das mich niemand erschreckt. Ne, hier unten liegt nichts. Keine Jacke da. Weiß nicht, ob ich gerade Schritte gehört habe. Ich hoffe mal nein. Noch ein Saliva. Damit. Ich glaube, Seife braucht man auch für die Dusche. So. Denke ich zumindest mal. Aber wenig Loot im Moment hier. Da steht auch keine Tasche. Ja, der Bunker hat sich heute nicht gelohnt. Sei denn, das Spiel will mir mit der Seife was sagen. Da wäre ein Iskra. Komische Paranoia. Majaka, eigentlich was wert? Lass mal trotzdem jetzt mal drin liegen. Wir brauchen ja auch die weniger wertvollen Sachen teilweise. Fürs Hideout. Die Munition. Hälfte noch. Wieso hat der denn so lang gelebt?
Wieder nur seinen Helm getroffen. Er hat einen besseren Rucksack. Nehmen wir mit. Ja, wir sollten hier den kleinen MB doppelt S mitnehmen. Der ist nicht so lohnt. So. Hier haben wir nochmal die Chance auf Tushonka. Nö. Nö, nö, nö. Smoke Maske. Da ist nichts. Katze! Naja, das ist der falsche Saft. Ich bräuchte den anderen, den Vita Juice. Tja, nichts, was mich interessiert. Werkzeugkiste. Braucht man gerade auch nicht unbedingt. Ja, Granaten. Schauen wir mal, was drin ist. Ja. SP6 wäre wieder gut, aber wir kommen auch ohne klar. Würde ich sagen, Vehicle Exit. Auf nächsten Weg. Der ist komplett voll wahrscheinlich, ja. Boah, bin ich wieder so voll. Ich bin zu gierig. So, ich schaue nur auf die Sachen hier direkt in unserer Nähe. Show. Nicht hier in die Kirche. Das ist nix. RX, US, BP. BP ist eigentlich relativ gut. Goldener Hahn. Goldener Hahn. Nehmen wir mit. Iskra liegt da. Nix. Auch nix. Mensch, wir sind wieder so schwer. Weiter geht die Reise. Kultisten. Alter, seht euch das an, wie viel scheiß Katzen es hier gibt. Scheiß Katzen mit. Ja, trotzdem behaupten die ein bisschen Loot Table Issues. Naja. So, das letzte Haus und dann gehen wir zum Ausgang. Uhuhu. Vielen Dank, noch eine Katze.
Schaut euch das an, den Mist. Auch zum Ausgang. Naja. Ich würde sagen, Unglück im Glück. Also so viel Katzen hatte ich noch nie. Ich bin zwar auch sehr einsam, aber ich glaube nicht, dass ich mit 6 Katzen enden werde. 1 oder 2 reichen. So, was machen wir damit? Wir können sie theoretisch dem Kultisten-Circle spenden, um mal schauen, was da für uns bei rausspringt. Alternativ können wir sie einfach verkaufen. Ist ja 60.000 pro Stück wert. Ne, nur 40.000. Der Hahn ist 60.000 wert. Ach, was soll's. Was soll's? Ab ins Hideout. So, ihr Kultisten. Kultisten. Ja, einmal spenden. Ich hoffe, ihr mögt Katzen. Dann kann ich noch 5 abgeben. So, kriegt ihr sie zurück, könnt sie wieder auf euren Scheißkreis legen. So, dann einmal noch für Ordnung sorgen. Wie viel Platz haben wir noch? Ja, so langsam füllt sich's. Aqua. Buschonka braucht man irgendwann. Die Smoke-Maste braucht man bestimmt. Spätestens für einen Kappa-Container. Guckt mal, wie viel Salivas wir mit haben. Ja, fantastisch. Und auch komische Munition. Munitionsbehälter ist, glaube ich, am Maximum. Das heißt, wir müssen andere Wege finden. Erstmal. Wir wissen ja, dass es gute Munition ist. So, ein O-Scope haben wir auch doppelt. Das können wir tatsächlich verkaufen. Oh, die SOST war... Ja, ist besser als unsere tatsächlich. Können wir auch verwenden. So, ansonsten all Jonker kommt in... Nein, nicht dahin. Wo hab ich sie hingepackt? Keine Ahnung. Normalerweise wollte ich sie... Ist sie da gelandet? Ah. Nee, die kommt nicht dahin, die kommt hier in die Kommando-Ding. So. Das sieht schon besser aus. Das bleibt auch hier oben. Den Griff behalten wir. Das AFAC können wir auch zum Raufheilen benutzen. Ja, Alu-Splint. Dann von hier aus nach unten. Genauso wie eins dieser wunderbaren Salivas. Ja, und ich würde sagen, das trinkt mal aus. Und das trinkt mal aus. Und dann sind wir gerüstet, sobald hier... Okay. Ah, kann ich die Waffen sehen, die bei mir drin sind? So, dann probier mal erstmal, ob die SOST überhaupt schießt. So, Shooting Range. Ja, Waffe. Das ist ein Ja. Gut. Also, dann wissen wir, dass die Munition was taugt für uns. Magazin habe ich natürlich verloren. Inventar war viel zu voll. So, rein damit. Und, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, das sieht gut aus. Was machen wir denn als nächstes? Wir müssen noch ein paar Skeffs umbringen. Und wir müssen nach Factory. Also, wir brauchen erstmal die Gas Analyzer, das ist klar. Und Customs. Ich würde sagen, wir gehen nächstes Mal auf Customs. Oder wir gehen gleich auf Customs. Muss mal schauen, wie viel Zeit die Episode jetzt insgesamt schon frisst. Ich muss hier viel cutten. Na, schieben wir einfach dann. Na gut, ich denke einmal, Wutz geht noch. Bisschen schauen, ob alles passt. Das kommt definitiv raus. Tushonka Hammer, das können wir gleich abgeben. Oh, wir haben auch neue Tagesquest. Ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht mit dem Zocken für ein paar Stunden. Und ja, mehr ist nicht passiert. Okay, Find and Transfer, Repellent. Oh, kann ich die ersetzen?
Free of charge, natürlich. Boah. Dieses Anti-Insekten-Spray oder was das war, das nehme ich nicht gern mit. Oh, das machen wir. Und wie viel gibt es? Oh, nur 2300 XP. Dann müssen wir Skeffs in die Brust schießen. Oder ein bisschen tiefer. Okay, nochmal die gleiche. Die lassen sich ja dann miteinander kombinieren. Und hier Streets of Tarkov überleben. Wunderbar. Wer braucht was von uns? Die Tushonka waren für Jäger. Turn in. Na gut, dann sind wir einigermaßen gerüstet. Dann gehen wir nochmal auf Woods. Und hoffentlich kriegt man noch ein bisschen Questzeug. Oh. Ich muss noch mein Antlitz verbergen. Ich habe hier letztes Mal, glaube ich, die Shroud-Maske ausgezogen, damit die immer noch Found in Raid ist. So, Woods und 6 Uhr. Oh, bisschen früh, aber was soll's. Ich glaube, wir müssen auch noch 11 Skeffs in Woods töten. Oh, ich bin mir nicht sicher, ob das in diesem Raid allein klappt. Können aber ein bisschen primär drauf gehen. Wir werden beschossen. Warum? Wir sind in der Nähe vom Skeff-Bunker. Aber wieso werden wir schon beschossen? Von wem? Das wäre ja beinahe ein Spawn-Kill an mir gewesen. Er schießt hier. Na, da hinten. Oh, das ist nicht nett. War das ein Boss? Hören wir mal mit der Granate. War denn das? Ich kann doch nicht einfach einen Boss neben mir spawnen. Obwohl es Tarkov. Alles ist möglich. Autsch. Autsch. Jo. Bosse. Bird Eye hat mich abgeknallt. Ah. Ich hab Big Pipe erledigt. Oh, das war dann ein cleaner Schuss. Wunderbar. Gab das XP? 4000. Na gut. Das war... Oh, so wenig bis Level 12 fehlt. Ich würde sagen, das war dann die 5 Minuten Aufwand wert. Die 2 Minuten. Aber komm schon direkt neben mir, also. Das ist unfair hier. Wir haben noch ein bisschen was zu verkaufen an Mechanik. Oh, die Pistole spielen wir, glaube ich, einfach. Oh, ich würde jetzt mit SKS oder mit der Schrotflinte nochmal auf Woods gehen. Beziehungsweise wir können ja erstens ins Hideout schauen, ob die Kultisten fleißig waren in der Zwischenzeit. Nö, aber wir können eine Nutrition Unit bauen. Ach, weil ich Salz gefunden habe das letzte Mal. Boah, was kann man craften? EWR kommen 2 raus und pro EWR können wir ein Saliva kriegen. Das ist gar nicht so schlecht. So, die Kultisten arbeiten fleißig. Und Security können wir jetzt endlich installieren. Ja. So, was als nächstes? Was als nächstes? Generator braucht die Vents. Und die Vents brauchen CPU-Lüfter und Autobatterie und E-Motor. Okay. Dann müssen wir da ein bisschen Augen und Ohren offen halten. Schauen kurz bei Fans nach, ob er eine coole Waffe wieder für uns hat. So viele Pistolen. Ja, die PvE-Leute verkaufen das halt. Und die Submachine Gun. Glaubt, das ist die vom Boss. Nee, nicht ganz.
ein Pressepass, ein Schnurrbart und ein vollwertiger Bart. Okay. Außer Pistolen hat er jetzt nicht viel, zumindest nicht viel, was geladen wird. Kalaschnikow, 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 Kalaschnikow. Ne, Molot Arms. Okay. Nö, dann rüsten wir uns anders aus. Wir hätten die Slick und wir haben eine SKS. Also. Macht es Sinn, die Slick zu verballern? Ich sag nein. Wir machen es trotzdem. Müssen ja nicht alles nur was machen, weil es Sinn macht. Wir haben noch einen Saliva. Also, Granate, check. Gesichtsmaske, nee, lieber nicht die. Und Kopfhörer brauchen wir. Also, Rackman. Fünfmal deine beste Gesichtsbekleidung. Dankeschön. Und dann, wer hat die gehabt? Peacekeeper oder Skia? Die Kopfhörer. So. Auch fünfmal. Firma dankt. So. Maske. Reicht das an Medizin? Wahrscheinlich ja. Ich brauche noch was zum Nachklicken, was zum Schießen. Oh, nehmen einfach die Munition. Sollte eigentlich so nachladbar sein. Schauen wir mal kurz in der Shooting Range. So. Jo, der klickt die einfach rein. So soll es sein. Nicht, dass wir dann dastehen und ein Magazin nur mit haben. Und der will immer dieses scheiß Magazin nachladen. Ja, ansonsten ist die Munition gut. Ja, bis Level 3 ist sie gut. Was wollen wir mehr? 49 Schuss reicht. Auf die Rübe Helm haben wir nicht mehr. MRE brauche ich gerade nicht. Irgendwie kommt es mir vor, als würde ich irgendwas Offensichtliches gerade vergessen. Ich weiß nicht was. Haben doch alles. So, die Pistole spielen wir auch. Na gut. Auf ein neues. Bloß keine Bosse neben mir. 7 Uhr. Ich bin bereit. Hoffentlich läuft das jetzt besser. Wenn wir 3 Minuten überleben, ist das schon ein Fortschritt. Wir sind hier hinten. Nähe dieses Old Train Depots. Oh, da ist es. So. Verlass mich drauf, dass die Waffe schießt. Die hat leider keinen Full-Auto-Modus. Das wäre ziemlich unfair. Und wird wahrscheinlich sehr auf die Arme gehen. Das Kaliber hat ordentlich Rückstoß. Zumindest mit der SKS. Das ist halt eine Waffe, da sollte man treffen. Glaubt, die hat man schon mal verwendet und da habe ich nicht getroffen. Und die Rechnung dafür war der Tod. Und das gilt generell in Tarkov zu vermeiden. Habt ihr bestimmt schon gemerkt. So. Ich sehe, dass ich nichts sehe. Auch ganz beliebt bei Skeffs hier. Einfach rein zu spawnen. Mich abzuknallen. Und auf dem Heimweg zu lachen. So. Kleiner Stash kann niemanden schaden. Ist nicht gespawnt. Dann schadet es mir doch. Wir gehen Richtung Skeff Village. Müssen die ja eh abknallen. Boah. Zusammengezuckt, weil das sehr vor mir ertönt ist. Komm schon, komm schon. Lad mal deine Ausdauer schneller wieder auf. Da redet jemand links. Kann sein, dass es ein... Ich hab's nicht genau verstanden, ob es Englisch war. Oder ob Skeff Russisch war oder Bär Russisch. Die ignoriere ich jetzt fürs Erste. Können uns ja in den Rücken schießen, wenn sie Aufmerksamkeit von mir wollen. So. Da oben haben wir eine ganz gute Sicht eigentlich auf die Sägemühle. Ich glaube, das ist der Part, der
auf wo Sägemühle heißt. Hören tue ich nichts. Das habe ich gehört. Ja, will nicht so viel Ausschau halten. Ich will lieber auf das Scav Village schauen. Dazu gehen wir da hin. Hat einen eigentlich relativ guten Spot. Auch hier. Kurz schauen ist hier nicht verboten. Kurz schauen ist hier nicht verboten. Ist ja gut, wenn die ihre Granaten jetzt so verballern, ohne dass ich der Leidtragende bin. So, die Frage ist, bin ich gierig genug in den Stash zu schauen? Fragte ich und lief schon hin. Da ist er. Irgendwo ist er da. Deswegen sollte man nicht zu gierig sein. Habe ich nur gehört. Relativ laut aber. Ich bin irritiert. Hier ist eigentlich der gute Spot auf Scav Village, je nachdem. Aber Leute wissen natürlich, dass man da hockt. Da ist ein Scav. Da hinten weiß ich nicht. Ist das ein Scav? Merkwürdig. Ich bin doch immer noch an dem Stash interessiert. Gesehen habe ich, wie gesagt, keinen. Aber gehört. Ah, noch wenn man nicht beschossen. Vielleicht haben wir Glück. MAI und Wodka. Ah, Dinner for One könnte man damit nachspielen. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir paar Skes ausschalten. Oder PMCs. Bin etwas sehr nervös und das in Anführungszeichen, obwohl ich nur die PvP-Variante spiele. Ich habe ja schon mal gesagt, dass es doch überraschend intensiv ist. Ich hoffe, der ist tot. Oft genug daneben geschossen habe ich. Dann kann man auch mal tot umfallen. Ich sehe es leider nicht. Wir kreuzen. Das klingt aber auch noch wie ein Scav. Fuck, ey. Normaler Scav. Aber hey, den anderen Hammer bekommen. Yay. Also normalerweise war ich besser mit der SKS. So, wieder ausrüsten. Gleiches Spiel nochmal. Link Search. Ammo. Nehmen wir mal 100. Ist ja billig. Ist ja billig. So, rein damit. Ja, bis Armor Level 2 mach mal irgendwie Schaden und danach sollte man den Kopf treffen, sonst wird das nix. So, ich würde sogar sagen, das ist halbwegs gerüstet. Wir brauchen vielleicht noch Body Armor. Was hat denn der gute alte Rackman für uns? Ein Raben? Nee, ich kann nur eine Katze anbieten. Der Rest ist so mittel. Müssen wir wahrscheinlich erst eine Quest bei ihm erledigen, damit wir das gute Zeug bekommen. Dann schauen wir mal bei Fans. Ist zwar überteuert. Okay, das sieht auch gut aus. Deal.
Oh, hab's bekommen. Cool. Was haben wir da noch? Axel Parrot. Achso, der Papagei. Oh. Einmal Escape zu viel gedrückt. Heißt zwar Escape from Tarkov, aber ich wollte noch irgendwas kaufen. Was ist da zum Beispiel? So, Deal, Deal, Deal. Fuck. Ich finde es schön, dass hier die Hilfpunkte angezeigt werden. Sonst ist das bei Fans immer so eine Sache gewesen. Komm schon. Nein! Ja! Nein! Okay, noch einmal. Jetzt kaufe ich schnell. Ja. Ach, leck mich. Hat nicht aktualisiert. So, jetzt aber. Sling Backpack, nee. Nee, nee, nee. 39.000 für Body Armor Repair Kit. Wahrscheinlich mit, ja, 10 Ladungen, die noch übrig sind. Komm schon. Fans, ich glaube an dich. Ich habe meinen Glauben verloren. Ah, Skia hatte welche. Das ist halt scheiße. Die müssen wir übrigens mit einem Skeff abnehmen und ihm mitbringen. Was hat denn Peacekeeper für uns? Unitarhelm, nein, danke. Ah, Prepper hat was. Also, ja, das da. Ich meine, besser als nix. Was will er dafür? Was willst du denn dafür? Propangas. Sag das doch gleich. Dann nein, danke. Okay, ein Versuch noch mit Fans. Ansonsten kauf mal diese... Oh. Das war wohl der Versuch mit Fans. Dann hol mal Skia und nimm die da. Ich mein, besser als nix, aber... Nicht arg viel besser. So. Und dann würde ich sagen, sind wir wieder gerüstet. Aber wahrscheinlich eher fürs nächste Mal. Ich denke nämlich, das reicht schon für diese Episode. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.